Live Dance Band, Leise Grat, I am MLS, ihr Kring, Häufer Gold für Hans Himmler, Schreck's ihn jetzt, rät uns nicht wahr. In ja von den Lilien Gott, sing für den Lilien Gott. Sing von der Sumpf der Heilungshorn, sing für Gott, sing mit mir, sing von der Sumpf der Ich habe gerade von dir mein Thema ein bisschen von Fasten zu reden. Und ich denke, das Kinder Gottes, da wird das vielleicht ziemlich wenig. Und Fasten, vielleicht war ich das gleich sehr an, aber wahrscheinlich redet wir vielleicht wenig von dort. Und das kann aber der Weg sein, dass der eine oder andere aber doch mehr hat, als wir auch wollen dann. Aber was ich freue mich, dass Leute sind, irgendwann früher und abzukommen. Ich lade diesen immer auf meinen Bruder gefragt, was sagt die Bibel von Fasten? Weil ich, wenn ich rede von Fasten, dann mache ich über ganz viel sagen, das ist nicht direkt ein doll Ding belebt, hat ich Fasten. Ich kann mir ein Ding belebt, weil ich das habe ehrens genommen, wo der Herr sich auf dem Wort, ja. Aber ich denke, ich persönlich, da tue ich nicht auch an. So gestern, oder der hier weg, wenn ich mich in das Thema reinkicken darf, dann dachte ich in mir so, ich soll persönlich auch da fassen. So, und denken an Fasten, was meint das wirklich, wenn wir reden von Fasten? Wir fangen viel in der Bibel von Fasten, wir fangen in Old Bund, das fällt manchmal, wir hatten da in der Fasten. Und ich denke, wenn wir reden von Fasten, das meint auch, dass wir dann ein Stäumchen und ja, Gott sind nicht gewollt, die Hand da will nicht, meint das nicht so? Das meint auch, dass wir kommen däumlich vor Gott. Und wir dann ein Gebet, Frau, wir haben deutliche Dinge, wo wir bedürftig sind. Meint das nicht dort? Ich denke ja. Weil ich, wie fängt das in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 6, da fängt wir an, wo Petrus sagt, dass er sagt, wenn ihr Gott in die gewollte Hand, dann wird Gott ihn abrechnen. In Jakobus, der das bestätigt, Jakobus feiert Vers 10, da fängt wir an auch, wo Jakobus sagt, dass dort in ihr Gott däumt ihn, und Gott wird ihn abrechnen. So, wenn wir in Not sind, und ja, aus Kinder Gottes, so wie das sowieso, wir sollen uns immer weiter Däumchen verarmen. Aber wenn wir vielleicht in Schwierigkeiten sind, dann ist das eine Wahrheit, wo wir können vor Gott kommen mit Fasten, wie dann uns Däumchen verarmen. Und dann sagt Petrus, du, wenn wir dort waren, dann wird Gott ihn abrechnen. So, du hast eine volle Versprechung. Petrus sagt, wenn wir waren, und ja, Gott ihn gewollt, gewollt ihr haben Däumchen, Gott wird ihn abrechnen. So, das ist ein Versprechen, was wir in der Bibel haben, dass Gott das Wort. Wie fängt das auch in Matthäus Kapitel 9, dass wir nach Johannes Jesus beirrt worden sind. Dann kam Johannes in die Jünger an Jesus. Und sie fragen Jesus, warum Jesus in die Jünger nicht fasten wird. Warum geht man das so sein? Matthäus Kapitel 9, Vers 14. Du sagst jetzt, dann kamen Johannes in die Jünger an Jesus und fragen haben, warum da wir in den Pharisäer der Jünger fasten, und die Jünger fasten nicht. Und Jesus sagt haben, den Brief und seine Jahres können doch nicht richtig sein, solange es der Brief bei ihm ist. Aber der Tag kommt, dass der Brief wird von ihm genommen worden, dann wollen sie fasten. So hier kommen die Johannes seine Jünger und sie sagen, kicken wir wieder fasten, die Pharisäer fasten, das dienen.
Die Christen, sei doch nicht Pfosten. Was ist das? Warum tun sie nicht? Und dann sagt Jesus, kick mal, nun sie echt beehrt und nicht haben sie alles, was ihnen fehlt nicht. Nun sie echt beehrt, die Bedingung ist beehrt und sie können die doch nicht tätig sein. Aber er sagt, kick mal, du wirst da kommen, da wird die Bedingung von ihnen wachgenommen werden, dann werden sie Pfosten. Weil Jesus sagt, die Sünde, die Christen, die werden Pfosten. Wann euer? Wenn Jesus ist schon drei in den Himmel genommen worden. Weil ich dort sage, wie von dir? Sag bin ich, gehebe nicht zu Jesus? Ich bin schwingend, jeder einer von hier, die werden bekehrt. Jeder Person, was ich bekehrt habe, was Jesus persönlich auch genommen hat, dort ist ein Jünger Christi. Und Jesus sagt, was ihr wollt, wenn ich von hier worden wachgenommen worden, dann werden die Menschen Pfosten. So, ich sage, die wollen. Dann brauchen wir uns vielleicht eine Frau zu stellen. Da wie Pfosten. Und wo fährt ein Dauerrad? So, wir wollen Klimakirchen. Was sagt die Bibel? Wo soll wir Pfosten? Zweitens, für was soll wir vielleicht Pfosten? Und drittens, für was darf wir nicht Pfosten? Der erste Punkt ist, wo soll wir Pfosten? Weil, das ich auch sehe, wenn wir Pfosten tun, dort macht ein Ding sein, was du von Horten kommst. Pfosten geht mit Beten Hand in Hand. Wenn wir fasten dann, dann meint auch, dass wir seine Gemeinschaft in die Beten mit Gott. Ja? Und wenn wir fasten dann, dann denke ich, dann ist es sehr wichtig, dort wieder wörtlich von Horten zu meinen. Weil wir können sehrlich, dass die Pharisäer deuten, sie haben ein ütterliches Fasten. Wir wollen ein Messes abgehen, wo Jesus das erklären hat, dass es dort nicht fasten nicht. So, wenn wir fasten dann, dann soll von hier Ben kommen. Das soll mit einem gebrannten Hort sein, das soll ein Ehren sein. Wie sagen wir das in Sprüche Kapitel 21, Vers 2? Du sagst Salomo, er sagt, wie Menschen kicken ütterlich und wie denken alle wie nur Drachte. Dann sagt er, Gott überprüft das Hort. Und das fängt wir auch aus Samuel. David soll gut sein, dass Gott hat ihm geraubt, bis König. Samuel kickt ütterlich und wahrscheinlich kennen seine Brüder. Dann David seine Brüder, dann sieht Samuel, das mag er sein, oder vielleicht das mag er sein. Und dann sagt Gott zu Samuel, weißt du, das ist ja nicht der, was du gläubend ist. Und dann sagen wir das in 1. Samuel, Kapitel 6, hier in Vers 7, wo Samuel sagen wird, wo Gott zu Samuel sagen wird, die Menschen kicken ütterlich. Gott aber kicken ein Hort. So Gott kicken uns Hort, und wenn du ihn nicht fassen dann, dann brauchen wir klar, dass das macht ein Ding sein, was von hier ben kommt. Da macht ein Ding sein, wo wir wörtliche Bedeutung sind, wo wir für Gott kommen dann, und wie meint das von Horten sollen. Wir sehen in Matthäus Kapitel 6, wo Jesus sagt, wo wir nicht fasten sollen. Matthäus 6, Vers 16, du sagst, Jesus ist hier. Wann die fasten, soll die nicht lange Gesichter mehr, und das ist der Hechler, der verstauen ihr Gesicht, dort Menschen seinen sollen, dass sie fasten. Ich sage ihnen die Wahrheit, die haben ihr Lohn all wahr. Aber wann die fasten lässt, dann wascht ihnen Gesicht und besorgt die Hohe. So dort nicht den Menschen, aber ich gehe vor, dass ihr dort seht, was in Geheim passiert, was die öffentlich lohnen. Sie hier sagt Jesus, wenn ihr Pfosten tun, dann sollt ihr nicht lange Gesichter mehr an das der Hechler tun. War er das Ding an ütterliche Dinge? Wo wir in Jesus das hier sehen, wahrscheinlich wieder wie in den Pharisäer. Die Pharisäer, wenn sie Pfosten deuten, sie haben vielleicht die Gewohnheit, sie sollten sich ihre Kleider verdienen, sie sollten sich vielleicht in den Ohrstuhl saten. Am Meier steht ein Säu wieder, der Daniel, der hat auch so. Und das ist gleich ein Ding, was Gott schlecht gefallen hat. Was Gott schlecht gefallen hat, von den Pharisäern, dass sie sich ihre Kleidung verdienen, in den Ohrstuhl saßen, und vielleicht ab dem Marktplatz bei Arkenstunden und Pfosten, dass die Menschen sollen ihren Sohn kennen. Dort wird ein ütterliches Pfosten. Du wirst nicht, was die Band wirklich passieren wird. Ja, die Menschen sollen sein können, wenn sie hier vorbeigehen, dass wahrscheinlich, ich glaube, eine bessere Person sind, zu sein, als du bist. Und ich bewies hier ütterlich, dass ich fass. Und du wärst vielleicht eine schlechte, ich stampel hier, eine schlechte Person und so wieder. Und Jesus sagt, weißt du was, dort sind Gehechel. Dort sind ütterliche Denken, du wirst keine Antwort abkommen, ich sage Jesus hier. Ich sage hier wieder, wenn du fassen lässt, dann darf ich dir eine Hohe besorgen. Sie versegnen, je wollen eine Person zu sein, versegnen natural zu sein. Dann sagt er, in den Vorder, der in Geheim sitzt, was in den Hort passieren wird, der wird die öffentlich lohnen. So, in diesem Fall sei wie auch sehr klar, dass Jesus sagt hier, wenn die Pfosten tun und da wird von Horten sein, und die wollen nicht so, dass alle Männer sein, dass die in Wagen grauten mit dort, dann wollen die sicher belohnt werden.
du wollten sicher eine Antwort bekommen auf das Fasten. So, das ist nicht vielleicht. Jesus sagt, du wirst sicher besiegen. So wie du ihn erkennst, sicher sein, wenn wir fasten und als man abbrechen hat, Jesus sagt hier, dein Wort belohnt worden. So, das meint so viel, die wollen eine Antwort geben auf den Fasten. In das Artikel sei, wenn wir kicken, fasten, dort geht Hand in Hand mit dem Gebet. In Gott ist es sehr wichtig, wenn wir beten dann, dass das dann auch eine Herzenssache ist. Wenn wir kicken dann Johannes Kapitel 4, du sollst wie dort aus Jesus der samaritische Früh bin Barben trafen dort. Und wir würden gerne dort lang, wir hatten Werk auf, wir sehen, dass sie Schicht kalt im Jahr, anders kommen wir, war dann so viel sehr lang. Weil ja, anyway, nur dass Jesus hat in die Stadt vertaut mit dieser Früh, dann ob ein Sassig Dach dieser Früh dort ab, und sie sieht wahrscheinlich, meinte der Herr sein. Doch sie so. Dann frug sie, dann hat sie Frau und wir ihm beten. Dann heißt es, ich sage, es ist mal. Wie ist Samariter, wie dann dort am Boy beten, an sie Furasch. Sag ich, da geht es ihm bei uns im Tempel, wo ist der steht nicht? Wo soll wir beten? Und dann hat Jesus eine Antwort ab dort. Was in dieser Antwort der von der für uns um? Johannes Kapitel 4, Vers 23 und 24. Du sagst, das ist über die Tiefkamp in das Neuol, dort der Wort auf die Umbeter den Führer in Jesu Wort hat umbeten wollen. Und so eine Umbeter siegt der Führer. Gott ist Jesu, der am Umbeten Matten am in Jesu Wort hat umbeten. So, was meint das nun? Hier sagt Jesus einmal so ja klar, dort der Tiefwort kommt. Dort der Wort auf die Umbeter, die wollen den Führer, den himmlischen Führer in Jesu, in der Wahrheit umbeten. Dort meint Wahrer, weil die viele von unseren deutschen Menschen, wenn sie beten, dann sie dann auswendig die Bäder lehren. Zum Beispiel immer sein. Zum Beispiel sein, vielleicht fehlt unser Vater. Das ist ein sehr schönes Gebet. Aber das ist eine Herzenssache. Das kann ich in Jesu beten nicht. In Jesu beten ist einfach, wo ich mir Heil geben darf. In das Römer Kapitel 8, Vers 26 und 7 finde ich sein. Der Jesu fehlt mir. Ich habe Heil gegeben, der Jesu jagt mir wieder. Und ich habe vielleicht selbst nicht mal wieder zum Beten, und der Jesu fehlt mir in mein Gebet. Er kann den himmlischen Führer der Dinge sein, so ist mir der Anliegende. So ist mein Anliegende in Hort S. Zum Beispiel, ich bete für meine Frau, ich bete für meinen Mann, ich will fasten für meine Kinder, die leben vielleicht notwendig in Sünden, ich will das vierte Erd in der Hall. Ich nehme mir Zeit und ich sage, Herr Jesus, kick immer meine Jünger, ich will mich anstrengen, ich will Eten auf sein, verschiedene Dinge, wo ich tun. Vielleicht sage ich mir den Zähler und werde Zeit auf, aber Herr Jesus, das geht um meine Kinder, das geht um meinen Mann, das geht um vielleicht Geschwister in der Kirche. Ja, das ist eine Herzenssache, wie wir an die Dinge einfach so vertrauen, das ist uns der Anliegen und uns hart. Wir reden mal eine Früh und dann sehen sie, ja, ein Schuldkind, das war für Spott von unseren Kindern. Und dann sagte ich, das Kind, wie in der Arie gekommen hat, gefragt, wo kann ich Jesus mal umbeten, dass Jesus mir mal helfen, dass er nicht so für Spott war. Dann sagte die Lehrerin, dass sie heute das Kind gesagt, wer will doppelt unser Vater sein? Scheine Ding. Aber erst dort in Jesus beten, wird er der Anliegen ist, was das Kind hat? Wahrscheinlich nicht. Das ist der Lehrer, ich wollte gleich viel Schlamm aufnehmen. Ich denke, der würde sehr anders sein. Er hat abgeholt, wo die wahr sein, als er das Kind genommen hat. Er hat gesagt, wer will auf Pott gehen? Wer will ins Knäuen? Wer will top den Herrn Jesus anbeten? Einfach krank ist uns die Dinge hier beim Anlegen dann. Krank ist der Herr, uns die Dinge wird angeben. So werden wir den Herrn Jesus anrufen. In Jesus eine Wahrheit. So wenn wir fasten dann am Berg beklagten haben. Wir brücken in Jesus eine Wahrheit am Unterbeten. Und das Ding von Horten so mein. Und dann erst fragte die Frau, wie lange soll wir fasten? Weil wir sagen, dass Jesus soll 40 Tage fasten. Und dann sagen wir vielleicht, na Jesus sei wie Gott. Weil was ihr in Hebräer Kapitel 2 sagen, dass Jesus wird Mensch, so ist du ein Eck. Er wird Fleisch und Blut, so ist du ein Eck. Krax ist wie es wie sein. Krax ist wie Jesus. Er soll 40 Tage fasten. Ja, Moses hat die Geboten gekriegt, hat dort 40 Tage fasten. Und das kann verschieden sein. Wie sein dort? Dort Daniel hat dort wahrscheinlich 24 Tage fasten. Wir wollen in Daniel Kapitel 10 lesen. In Daniel Kapitel 10, Vers 2 und 3, du sagst jetzt, es steht in Vers 4, sagt er, das ist echt Daniel, das hier, tue ich für 3 Wege. Und in den 3 Wege hat er keine falsche Gemeldheit. Kein Fleisch, kein Wein, ich trinke kein Wein. Und ich brauche keine Eulen in meiner Hüte.
Was ich dann und vor allem finde ich sind da und die ersten Monate, die ich nicht versorgt, kick ich ab und hier sind jetzt wieder an der Punkt, der Herr unterreden. So Daniel hat heute vor allem finde ich dir auf Fasten. Daniel muss vor allem finde ich dir auf Fasten. Und dann nur vor allem finde ich dir von Gott unterreden. Ich rede ganz kurz mit einem Freund und sagte, ich kann dir vorsehen, was haben wir ein Ding und ich kann keine Antwort ab. Weil Daniel muss hier vor allem finde ich dir auf Fasten. So, das kann verschieden sein. Ich habe Dinge erlebt, wo ich einen Tag gefasst habe und Gott hat sich besorgt. Ich wollte meistens ein bisschen Zeugnis verteilen von Sünd. So, das kann verschieden sein. Was wir hier auch sein dürfen, dass manchmal haben die Menschen eine Frage, wenn sie krank sind. Was mein Fasten? Wenn wir fasten dürfen, da wir dann nicht essen, da wir dann das Essen ganz der Zeit sagen. Manchmal kommt die Frage, kann ich wieder trinken dann? Was soll wir fasten? Ich habe einen Freund, der fragt mich und sagt, ich habe Sarka-Krankheit. Und was ist das für mich? Weil hier sei wieder Daniel, er sollte sich die vollständige Mahlzeit aufsagen. Er sagt, keine vollständige Mahlzeit, kein Fleisch, auch den Wein, den man sieht. Weil du wahrscheinlich, wenn du eine Person wärst, wo du vielleicht denkst, dass dein Körper kann das nicht verdrehen, du hast welchen kranken Körper und so wieder an die Lichter auch an, dann kostet die vollständige Dinge am Unterzieht sagen. Kriegst du es Daniel hier dort? Der Dinge, wo du so denken, das ist morgen, eigentlich, wenn ich nicht ankomme, dass meine Frau hat mir eine vollständige Mutti. Du machst das Bisschen, du machst das Bisschen und so wieder. Da hat man das sieht. Da haben wir ganz gewöhnlich jeden. Kein Fleisch. Wenn du gewarnt bist, du machst bei jeder Mutti, du machst einen Zähler sein, dann sag ich mal, okay, den Zähler war ich mal einen Monat ganz Tag lohnen. Daniel deut, wahrscheinlich wird das eine Gewohnheit zu Daniel seiner Zeit, dass er, du wolltest, weil nicht viel Wein trinken getrunken. Er hat vielleicht auch zwischen den Wein ohne Alkohol, weil wir klar haben. Daniel besorgt sich nicht. Ja, und Daniel sieht den Wien, den man sieht. Er sollte sich den ganz oft sein. Und nun fahren finde ich dir auch, dass Gott sich erbarmen und heirate Daniel. So, das kann eine Weise sein. Und das kann wir noch verschieden sein. Gott kann sich verschieden erbarmen an uns. Weil ich wollte in Klima eine Geschichte vertrauen, was ich selbst belebt habe. Ich habe einen Freund und einen Tag, als ich mich bekehrt. Dann fange ich an zu sagen, und ich habe wirklich eine sehr große Freude in mir gekriegt, einen großen Frieden. Und mir ging das schon in mein Leben. Und ich fange an, den Menschen zu sagen, was für ein Ändernis Gott an mir gewirkt hat. Wie viel Scheine dort nicht ging, ist euer. Und ich habe einen sehr guten Freund, und wenn ich ihm mein Zeugnis vertrauen soll, dann sage ich immer, was er dort seine Thron. Der Rohr und so. Der geht kalt und so, finde ich sicher auf. Dann sagt er ihm, ich dachte einmal, euer Heu hat sein Leben klar. Dann sagt er einmal, wenn du dein Leben nicht klar hast, dann merkt dein Leben doch klar. Und dann sagt er, mir lächelt an, weil krieg mich du nicht haben. So, ich versuche, am Montag zu sprechen, und das tut nicht. Nur Universität, und mir kriegt mir frisch noch einen Arm, und ich sehe Wara. Ich sehe den Wara, weil ich mir das nicht ging, kein Irrschammer, und meine Arme bekehrt. Ich habe nicht gesagt, dass uns bekehrte Menschen das einmal schon gehen. Nein, wir kämpfen ziemlich nach bei uns. Aber Glück da ich hätte, dann ist doch viel schöner als hier. So, nächstes Mal, als ich das Monat vertalte, habe ich Ruhr war, kriegst du es euer. In der dritten Monat, als ich das vertalte, dass ich mit einer Gemeinschaft vor, dann Ruhr war es euer. Dann sage ich da, ich muss mal auch diesen Frieden haben, aber ich kann ihn nicht. Dann sage ich, ich kann die Hauptmann, die weiß. Ich bin bloß ein Mensch, aber biblisch kann ich die Versägen zu halten. Wenn die weiß, wenn es mir ein paar Dose sagt, dann werden wir dort mal gleich reden. Kicken, was sagt die Bibel? Dann kostet die auch zu dessen Frieden kommen. Das Morgen ging du weit mit Rollen. Weißt du, was ich nur dort ist? Ich ging in die Bär und ich sagte, Herr Jesus, mich jammert hat über meinen Freund. Der strauchelt so mit seiner Bekehrung. Und er macht so jemand dessen Frieden haben. Aber er ist nicht weit, du samwort zwischen, er kriegt sich nicht total. Und dann, ja, ich fuhr nach Hause und ich den so was, ich bete ziemlich für diesen Freund. Und nächsten Tag morgens, als ich abstand, ich sagte, Herr Jesus, von dir wollte ich ein bisschen Butter nehmen, für mein Mehl, das soll nicht regnen, aber ich wollte kein Essen von dir nehmen. Und dort geht an diesen Freund, der nicht Klarheit hat in seinem Leben, und er muss seine Klarheit zu jedem haben. So, hoffen wir mal, wir fangen uns euer Kopf weiter down und ich weiß, wie viel Essen. Aber ich ging immer weiter in meine Gedanken, wie ich in Gebet mit dem Herrn Jesus. Und einmal war er, wenn ich gelegen hätte, hat er ihn in Bahn genommen. Und ich sagte, einmal war er, Herr Jesus, das geht an dessen Freund. Nur mehrach, mir tut ziemlich so ein Kopf weh. Aber ich sagte den Herrn, ich habe dich versprochen, und ich war von dir kein Essen für mich nehmen nicht. Und das geht an meinen Freund. Das der Wort hat klar, Herr Chef, geschaffen in seinem Leben. Weil ich geklagt viel gegen ihn, dann kriege ich ihn in meine Sache.
von dessen Freund. Dann sage ich, aber es ist der Juanito. Kannst du beten für mich? Ich gehe mit mir passiert von der Samwort. Und ich sage, bist du am Schriftbesinger und ich bete für dich. Ich sage nicht, was ich deut. Weil ihr den so ist, mögt der für sein Leben klar. Den so ist, bekehrt der für sich. Du beweist Gott wie bloß, dass wir nicht fahren für dich, dass wir nicht fertig dir. Aber an einem Tag wird eine Antwort, wo Gott an diese Person schaffen wird. Weil ihr war eine Kirche, wahrscheinlich wie Menschen, wie dann fährt ein Säuer mit Menschen reden. Wie sagen die Menschen, kick mal hier mal ab mit Schmecken, hier mal ab mit Trinken, das ist ein Sinn in Gottes Jugend. Und wir verholen vielleicht verschiedene Dinge, holen wir den Pferd. Das ist nicht eine Wirkung, nicht. Diese Person, ich habe einen Check, 3 Jahre mit der Person zu tun, du passiert nicht an ihm. Wer ich einen Tag fasten wird, dann kann er der Onkel taub, der kämpft für Jesus, nimmt Jesus an als sein persönlicher Herr, der Böse für seine Sünden, und das von der nach einem sehr freuen Christ. So, ich will die aus früh, morgen, werde ich einmal was, ich will die Mutter sprechen. Wenn du siehst, dass jemand erst durch die Straße in seinem Leben, vielleicht hast du dich sich in verschiedenen Hinsichten haben, staltet mal an. Fängt mal an. Jesus sagt dort in Matthäus, saß Vers 18, wenn die dort waren da und die vorher, was in der Heim sind, was du passiert in den Hort, der wird ihn lohnen für dort. Er wird ihn öffentlich lohnen für dort. Er wird was passieren. Und dort sind die Versprechen, was der Herr Jesus uns sicher geben wird. Nächstens, für was sollen wir fasten? Wenn wir kicken dann in Matthäus Kapitel 17, du fängst wir dort, dort aus Jesus, in wie hat Johannes und Jakobus, ich meine, ich muss es sicher nicht, Petrus vielleicht, es soll ja ein Boy werden, über den dann kommt eine Person, und er braucht sie einen Jungen, Jesus, und das Junge hat einen schlechten Jesus. Und er braucht den Jünger da, und der Jünger soll den schlechten Jesus von den Mann retrieven. Und das schafft nicht. Und als Jesus geschraubt wird, dann kommt das Mann für Jesus. Und dann sagt er, kicke mal. Ich brachte meinen Jungen nicht in die Gänge, dass sie so an dessen, die haben den schlechten Jesus getrieben. Weil es verschmerzt, einmal war er ein Vieh, ein Wut hat verschiedene Dinge vertan haben. Und die Gänge konnten nicht anfangen mit ihm. Weißt du, was Jesus hat erst gesagt in der Tür? Geh für 3 Generationen. Wie lange soll ich noch mit Jünger sein? Weil der Jünger wird mit Jesus taub. Sie werden Tag für Tag mit Jesus taub. Und dann wird die Jungfrau Jesus gebracht, und dort Jesus dort. Und es ist schwach wie der Mann, als Jesus geschaut wird mit der Jünger, dann kommen die Jünger und Jesus und fragen sie, warum kommen wir dort nicht? Wir werden sie nicht schädig. Weil ich habe eigentlich immer gedacht, dort, wenn wir wollen, vielleicht schlechte Jesus getrieben mit Menschen und so wieder, Menschen wirklich sehr erstrocknet und dort, dann brauchen wir vielleicht die Fasten, was passiert. Das Erste, was Jesus hier sieht, heißt ja, willst du diesen kleinen Glauben haben? Du wegen kann ich das nicht. Das ist das erste Ding, was Jesus zu sagen hat. Diesen Glauben. Wenn wir Fasten tun, dann brauchen wir im Wort Glauben, dass Gott wird sich erbarmen. Ein Wort. Das ist ein Versprechen, was er geben wird. Er sagt, wenn ich sage, wenn die Glauben haben, ist ein Samtkunde. Da wo ich zu diesem Boy sage, hebe die ab und stelle die dort an, das wird passieren. Dann sage ich dann immer, Hahn, sonst ist es bloß möglich, durch Fasten und Beten. Weil ihr, wenn ich diese Geschichte bekicken da, dann fange ich sehr klar, dass Jesus meint nicht wirklich, dass sie sich heute sollten Fasten anstellen, dass der dritte Mann wird, dann sollte sagen, weißt du was, wir wollen erst mal 3 Jahre Fasten, und nur 3 Jahre kommen, dann werden wir mal sehen, was wir tun können. No, Jesus sagt hier, weißt du was, wenn die aus Gänge tiefer in die Bete mit mir wählen, in die Gemeinschaft mit mir wählen, in Jesus eine Wahrheit. Wenn die da fasten würden aus Gänge, die würden eine enge Gemeinschaft haben, durch Fasten und Beten mit mir, dann würden die das haben können. Willst du das nicht tun, als die glauben, so sei er clean, du wen kann ich das nicht. Das lege an den Glauben, und lege an der Gemeinschaft, und lege an dort, dass ich euch wirklich dort mit den Herren in Top gekoppelt werden. Du wehen wir du nicht eine Kraft dahinter nicht. Der Herr Jesus sagt es sehr klar. Das ganz erste, was er dir sagen wird, dort lächeln und jünger glauben. Und da war ich ganz mit mir an. Wie aus Kinder Gottes. Wenn wir wollen da fasten, Gott will dir uns viel mehr Dinge tun, als wir glauben können. Wenn wir kicken dann in Epheser Kapitel 3, da fangen wir dort, wo Paulus beten, in der Gemeinde,
En hij zegt dus dit. Hij zegt, ik bid dat je een inzicht krijgt wat diep en wat hoog en wat groot het leven is wat Jezus verkund heeft en zo verder. En ik bid dat je de Godheid dieper kan leren. En dan zegt er vers 19 in mijn gebed is, dat je dieper begrijpen kan dat God wel gunt veel meer dingen beschikken als je vernemen kan. God wil mij en die van de bron. God wil mij brengen. En hij wil gaan, ik zal een Christ zijn, ik zal een kind God zijn, wat de duip met aan wat een gemeenschap, dat ik vasten en beden met aan leven. Dat is wat hij zegt. En dat is wat Jezus de eerste Samaritische vrouw zei. De voorraad zeg van jou, en hij kijkt hier van jou in deze stoven aan. Dan kijkt er zijn hier mannen, zijn hier vrouwen, wat door een juiste gemeenschap mij aanbeden dan. Zij wie zijn de mannen dat? Dat die dat is man, als vrouw ook. Dat jouw oom, was man had een vrouw in die. Hast die ständig eine Gemeinschaft mit Jesus? Pflegst du eine Gemeinschaft, eine offene Gemeinschaft mit Jesus ständig? Weil du, wenn du dort warst, du warst viele Sünden, viele Versägen in den Stich gehen. So, was ist das Sinn? Und du willst mal eine Kirche was, und ich glaube, das Kirchen soll wie das viel alle aufwandern von dir. Du willst mal eine Kirche was, und sie haben in ihrer Kirche zwei Männer. Die deuten Sünden leben, das ist eine wahre Geschichte. Und ja, jemand irgendwas viel geredet und ich ist weg, du passiert nicht. Du hast keine Änderung in dieser Person, du passiert einfach nicht. Und ein Tag waren die jesische Brüder sich in die Kirche einig, dass sie wollen für die Bettmänner mal Wessentit fassen. Dann tun sie das dort. Und nur, dass sie Wessentit gefasst haben, dann hat ein Mann sich bekehrt und der andere geht weg von der Kirche. Das wäre eine Gottesfehlung. Das ist ein Mann an alle Bett, das Gott schaffen. Der Jesus wird an alle Bett machen, an Arbeit. Einer von euch kann er helfen, Leipzig. Sein Wort brechen von Gott. Und heute hat Buße, kommt Jesus, wird frei. Der andere, wahrscheinlich der Jesus, schafft auch seinen Arm, aber er hat sich teilgeschlossen und er ging zu leben weg. Weil ihr von der Jaffe auch sind. Das Jaffe Gott Menschen, die dann wegen Sünden die Gemeinde schenken. Und das soll niemand sein, nicht. Ich denke immer, weil, wenn wir Gemeinde schenken, dann, wenn wir sagen können, dass wir in einer anderen Kirche vielleicht alle wissen, dass das jährliche Leben ist, das ist ein schönes Ding, dann werden wir das tun. Wahrscheinlich kann das auch mal sein, ich werde ein Schutztreh oder ein Lied für mich, und die Früh hat das so erklärt, dass wir wollen nicht Kirche schenken. Ich habe keine Ahnung, wo wir Kirche schenken, mein Mann will, aber ich sage, nee. Und ich sage, bist du die Früh, sagst du, was lässt du? Ich sage, du bist den Heiligen Geist zu sein. Wenn Gott dir eins wird wissen, dass er dir in Jan hat gebrochen, nicht in dir, dann dort. Dort wird er jetzt gewiesen. Sieht gehorsam. Wenn Jesus auf uns sagt, dass hier in dir hat, kann ich dich nicht gebrochen, weil ich dort nur arbeite für dich, dann geh. Geh fährt euch. Das kann durch nichts mit euch nicht. Aber wenn wir Kirche changen, dann willst du keinen Sinn verstärken, weil ich nicht will ein Licht bringen. Dort soll niemand so sein nicht. So, hier passiert das. Ein Mann bekehrt sich, er kommt in Licht mit seinen Dingen und er wird frei. Der nächste Mann, er ging weg von der Kirche. So, als Kirchen, als Breiter, wahrscheinlich hier die Kirchen, wo würden wir das nicht aufhören? Viele Leute fassen. Wenn wir sagen, dass jemand lebt in Sünden, werden wir das denken, aufhören in unserem Leben. Wir sagen auch Daniel. Wenn wir kicken dann Daniel Kapitel 9, da sagen wir dort, dass Gott hat dich hier in mir und prophezeit, wo er wird sein, das Volk Israel. Und in Daniel Kapitel 9 sagen wir, ob eins hast dich, wird Daniel für Gott kämpfen. Und er sagt, er sich auch in Sackkleider antragen, er ging sich in den Ausstuhl saßen, er dort trüen. Dann sage ich dann andere, meine Sünden zu Gott bekannt. Meine und das Volk, ihre Sünden zu Gott bekannt. Er kommt mit dem Vorfassen für Wort, für die ganze Gemeinde kommt er für Gott. Dann Vers 5, Daniel Kapitel 9, Vers 5, wo ich das fing, wo Daniel für Gott kämpft und er sagt, kick mal her. Wie, ich und mein Volk haben deine Verschriften und Geboten nicht erholen. Und er hat Gott anerkannt, dass Gott wie gereicht, dass Gott ihn führen wird. Er hat Fasten, und das sagt er in Daniel 9, Vers 3, dass er kommt mit Beten und Fasten für Gott. Und wir würden vielleicht denken, Daniel, wir sind eine gerechte Person.
Na, Daniel, lebt man Gott? Wie weit ist Daniel? Das ist an, wie sage ich, weil der Anwalt in das Loch nicht geschmitten worden. Man hat nicht wurde den Kern nicht umbeten und so wieder. Er ging danach, kreist es einmal. Drei Mal in der Acht, in das selbe Fenster, und ging beten. Er wird nicht gereicht in Prison. Wenn Daniel Kapitel 9 verschiebt, wo er das sein, wo Daniel sich Schuld abnimmt, und er kommt mit dem ganzen Volk vor Gott und sagt, er kicke mal her. Das wäre wie Sand. Wir haben gefehlt. Und Gott hat sich erworben. Wenn du vielleicht eine Person wärst, und du sollst sitzen, der dein Mann strauchelt, komm vor Gott. Deine Frau strauchelt. Komm vor Gott mit Fasten. Mein nicht von Horten so. Und sag, Herr Jesus, Anna, du mein Mann, Anna, du meine Frau, Anna, du meine Kinder. Wo das immer ist. Kinder, Geschwister. Weil der Herr Jesus kommt eh in Zeit frisch. Und ich weiß nicht, aus dein Mann bekehrt ist, als deine Frau. Als sie bekehrt, sei ihr wahrer geboren. Wenn ihr dort nicht seid, weil ihr könnt Mut mehr haben, dort einer für den nächsten Wort anstehen, der dir was Klarheit kriegen. Weil der Herr Jesus sagt, sei ja klar, wenn er frisch kommt und wir nicht wird wahrer geboren sind, der wird das Himmelreich nicht offen nicht. Der wird das nicht sein nicht. So, ich denke, du hast viel mehr Not, als wir Kinder Gottes von dir sein können. Wir sollen viel aller anstehen für unsere nächste Person und viel aller das Ding üben. Weil wir in Joel Kapitel 2, Vers 12 lesen, du sagst der Herr, sag ich dann, nicht kommt und fahr mich nicht wieder mit zwei geredeten Kleider. Dort mal ab hier mit jenen ütterlichen Dingen. Kommt mit einem abbrechen, hört nach mir. Dann wo ich mir erbarmen und jünt, und ich war jünt gnädig sein. Der Herr, der versprach das ist dort. Wenn die wo ich mir abbrechen, hört nach mir, kommt, sagt er. Ich war mir erbarmen und die wollen Dinge beleben, was ich von dir noch nicht verstehen kann. Was ich bei mir denke, noch an die nächste Person, für die nächste Person zu beten. Wie fängt das in Johannes Kapitel 4, Vers 16, wo Johannes sagt, wenn dein Bruder sündigen wird, dann bet für ihn und Gott wird ihm die Gelegenheit geben, sein Leben zu raten. Das ist ein Versprechen, was wir in der Bibel haben. Und wie sollen die nächste Person hat nicht sich in verschiedenen Hinsichten haben? Vielleicht kann ich abhier mit schlechten Viren, mit Flecken, oder Kornfläche bei Eisen war ich, hast ich bekehrt, aber die kommt nach Hause, das soll dir rüt. Ja, die hätte ich mit Schmecken, die hätte ich mit Trinken. Verschiedene Dinge. Wir sollen einmal, weil er das Eisen nicht strauchelt, dann haben wir seine Sünden. Dann werden wir uns das Luten wird kosten für die Person. Dann werden wir sagen, was Gott wird mit der Person. Kreuz ist diese Person in der Kirche. Und dann steht es wieder schauen, dann über die nächste Person. Oh, dann soll das mal fehlen, wieder Regen. Was läuft er sich zusammen und so wieder? Das läuft auch respektiert und kicken mal, wo er ist. Werden wir uns das Wort kosten Luten. Weil wir uns Däumchen und ihr Gott in die Gewalt gehauen. Und Gott wird sich erwärmen. Gott wird an die Person schaffen. Weil wir sehen das in Philippa Kapitel 3, dort Paulus sagt, du wahrscheinlich der Kinder Gottes, sag ich, es ist das. Philippa 3, Vers 18 und 19. Du sagst, Paulus, es ist das. Ich habe ihn dort vierten gesagt und ich sage ihn dort noch einmal mit Thronen. Viele leben so, aus wann sie Fien von Christus in Krieg sind. Ihr Engworte verdorben sind, weil ihr Bock ist, ihr Gott. Und sie sind stolz mit dort, was sie glauben, wo man sich so schämen. So was sagt so Paulus hier? Dort wahrscheinlich leben viele Kinder Gottes nach Christus, wann sie Fien von der Krieg Christi sind. Viele Kinder Gottes. Sie sind in den Sinn fürs Luf. In Paulus sagt Jesaja klar, dass ihr Bock ist, ja Gott. Kann das auch mit Eten zu tun haben? Dass ihr etwas von mir, ja. So, weil wir als Kinder Gottes, weil wir uns Dinge aufsehen und weil wir die Dinge ernst meinen. Dass ich auch sage, in Epheser Kapitel 3, du sagst Paulus, Vers 20, sagt er, dem, der ich seine Klar viel mehr in uns tun kann, als wir denken oder verstehen können. So Gott kann durch uns viel mehr Dinge tun, als wir unsere Glauben tun. Weil ich das sage, wenn wir denken, dann wir nicht an sich haben über verschiedene Dinge. Dort meint bloß, dass wir nicht wirklich 100% heilig geben. Das sage ich in dem Epheser Kapitel 1, du sagst dort, sei ja klar, dass der Kraft, was in den Christ wirken wird, dort ist dieselbe Kraft, die der Brücke in den Herrn Jesus von dort arbeiten. Der Kraft, die der Brücke, ist der Herr Jesus in Kraft dort wird.
in den Saluten, wir in den Ferien, in den Werken und so weiter. Der Kraft war dort durchbrücken, da hat Jesus von dort abweichen. Und dann war er kann fast durch sein und in den Himmel führen. Der selbe Kraft wirkt in mir und wirkt in dir, aus dem Kind Gottes. Weil es ist derselbe Heilige Jesus, wo du Jesus von dort abweichen dort, das ist derselbe Heilige Jesus, den wird erkannt. Und wenn der Jesus nicht in mir in Kraft ist, und denken und zeugen und in sich leben, das sage ich in 1. Korinther 15, 57, dass der Herr, der Jesus hat wie sich. Und weil wir nicht sich haben für unsere Sünden, dort meint ich sie nicht heilige für Jesus. Die Kraft Gottes kann nicht in mir sehen. Die Kraft Gottes kann nicht in mir wirken. Das war das meint. Weil jede Kraft, was in mir wirkt, das soll die Seele sein, was in dir wirkt. Und der, was in dir wirkt, das soll die Seele sein, was in mir wirkt. Das ist der Seele, Heilige Jesus. So, wenn wir nicht sichern, ich will Ihnen bloß klar sagen, dort lächeln, dort hat Visa nicht heilig. Ich will Ihnen Mut machen. Sie werden in die Gemeinschaft mit Gott. Christus ist Jesus, der samaritische Friesach. Und Jesus in der Wahrheit. Und du wirst sichern. Und du wirst Dinge beleben, wo du wirst ein sein gehen. Wow, das hat ich niemals gedacht, dass ein Sitz passieren wird. Aber wir sagen noch in Jonah, Gott will Jonah in Ninive schicken und sagen, was Gott geplant hat mit Ninive. Und wir wollten, dass Jonah wie hier ist. Er wäre anwärtig, er will das nicht tun. Aber weil ihr, Gott, Jonah ist ein Klimatetrag gewesen, hat er wohl Jonah hielt. Und als Jonah in Ninive dann kam, dann fängt Jonah an mit seinen Predigten, er sagt, nach 40 Jahren, dann wird Gott diese Stadt ganz vernichten. Und was passiert? Das ganze Volk, das sei Gericken, Armen, die kenne ich selbst, ging von seinem Stall rauf. Und sie werden in Fasten und Beten. Und dann sagt er, dass Gott dort gesagt, dass das ganze Stadt im Beten und Fasten wird. Jammer am dort. Und hat er sich erbarmen und hat für Jäufern. Der selbe Gott, was er dort an der Ninive, den selben Gott hat wie von der noch. Er war von der Kack, das selbe Dumm wird dann. So, ich will lieber Smoke merken, wann wir fassen dann, weil wir glauben haben, weil wir dort von Renat hart dann, weil wir dort ernst meinen. Und das sowieso ans Leben, weil wir dort wirklich in Glauben mit den Herren fehlen. Weil der Herr Jesus sagt in Matthäus 21, 22, das ist ein Falsch, was mir immer weiter deutlich geht. Du sagst, hey, Matthäus 21, 22, wahrscheinlich sehe ich hier alle, yes. Matthäus 21, 22, du sagst, Jesus ist dead. Und in alles, was ihr beten, wo ihr kriegen, wenn ihr Glauben haben. So, wir brauchen im Wort Glauben, wir brauchen Heilige sein, Tom, wenn wir mit Gott waren, Gemeinschaft haben, und wir waren haben, und Gott soll sich erbarmen in uns. Und Gott soll eine Antwort geben, indem wir fasten dann. Nach dem Klimatentschluss, wodurch wir nicht fasten. Wie sagen das sehr klar in Jesaja Kapitel 58, dass das Volk Israel sich kein Gott mit fasten. Und sie deuten sich vielleicht verschiedene Dinge auf sein. Und dann sagen sie, du in Jesaja 58 Vers 3, du sagen sie, es ist das. Dort wie eine Frau, wo das Volk für Gott hat, er sagt, kick mal. Gott, wie kommen für die mit Fasten, wie dann uns verschiedene Dinge auf sein? Und die ist uns nicht hier, was ist los? Und dann sage ich, Gott, soll mich so ein Fasten das Kind interessieren? Soll ich mir warmen, so eine weiches Fasten dann? Ich sage, da geht dann die Arbeit nutzen. Ja, die schlungen ihn an sich mit den Füßen, das meint, die strecken ihn frech, haben Sand und ihr Günd, das ist nicht eine Ware läuft, und ihr Günd, sagt er, soll mich so ein Fasten, das nicht interessieren, hab keine Wahrheit nicht. Er fragt ihn irgendwie wieder sogar, sagt er wieder, was er alles tun, dann sagt er, kann ich das hab's ein Fasten dann? Weil wir waren wenig heilig sind, waren wenig reut sind für die nächste Person. Nächste, die nicht reut, zum Beispiel, ich habe vielleicht einen Hut in mir bin. Jesus sagt in Markus 11,25, wenn die Stunden beten, jeden Fall, dass du nach bietet, die Hand nach jenen Ehes werden wollt, dann dort den Isch vergeben. Und dann früher auch, dann wollt ihr kriegen. Und das mit Fasten gleich so. Wenn wir hier bei einer Anvergebnis haben, eine Betternis, jene nächste Person, dann können wir Fasten und beten, so sei es wie wir nicht reizen, Lust zu loten. Wenn wir die Dinge festhalten, dann, Gott kann gleich schaffen mit euch. Weil ihr, ich schon mal weiß, dass Gott direkt anbietet wird. Ein Tag, wenn mein Bruder mal im Zentrum wird, dann weiß Gott mir dort echt verstoppen und so wieder, wie dort umfangen und die Kirche fahren. Dann weiß Gott mir eins, sehr klar an eine Botschaft auch echt verstoppen, dass ich 100% verloren wird. 100% nicht mehr.
Und er sagt, dort ist gewiss, dass ich verloren werde, ich muss mich bekehren. Wenn wir dann von da wieder in die 12 Stunden fahren, dann denke ich mir, hey, weiss, einmal mit mir selbst, sage ich dir so, und ich würde kein sein, ich bin mit Satan. Dann sage ich, weißt du was, Herr? Weißt du was? Ich war meine Dinge, meine verstopfte Dinge in mein Hort, wo ich da hole. Wenn der Staub, da war er, was zu mir reden, ich mir durch 12 Stunden, was die Sonne stehen und so wieder, ich war mit Hort holen. Dann möge ich alle mir selbst klar, ich war mit Hort holen. Was passiert, Gott kann gleich an mich schaffen. Wir brauchen Reiz an die Lust zu luten. Und wenn wir mit Sinn straucheln, dann an die Lust zu luten. Und dann Kriegs bringen. Klar zu schaffen. Ich sage, wenn die Sonne wach ist dort geworden, Jesaja 58, sagt er, dann wo ich mir geboren und die wollen beleben, wer gegen Gott ist. Die wollen das Sein, was von Gott gehauen. Und dann sage ich, 14, den nächsten Kapitel, Jesaja 59, Vers 1 und 2, du sagst, ich, meine Arme sind gleich zu kalt, dass ich nicht hören kann, dass ich nicht raten kann, dass ich nicht haben kann. Meine Ohren sind nicht doof geworden. No. Er sagt, du bist was zwischen mir und jenem gekommen. Das sind jene eigene Sünden. Was mich bei dir gebracht hat, hat mich wachgedreht von dir. Was dir dort passiert, von dir nach Kraxel. Was mich nicht reut, sondern Dinge in den Krieg bringen. Gott kommt gleich, Gott schafft gleich an uns. Er sagt, jene Sünden haben mich bei dir gebracht, dass ich mich wachgegen dürfen von dir. So, ich will die Maut mir. Wer wir uns wirklich heilgeben für den Herrn, wer wir heilgeben sind, und dann gehen wir rein in Epheser Kapitel 3 und Epheser Kapitel 1. Die Kraft, die in mir wirkt, dort ist dieselbe Kraft, wo der Brücke den Herrn von dort abweiten. Und Gott will, dass ich mich und die, dass ich die und mich, viel mehr Dinge wirken, als wir beleben dann. Gott will die Christen hier bei ihr brauchen, zum verschiedenen Dingen bescheiden. Jesus sagt in Matthäus 16, ich will meine Gemeinde bühen, aber mir und die, weil er brauchen, aus den Arbeit an der Gemeinde. Wir sollen uns ein Standard sein, wir sollen, in Jesus Sinne steht sein Video, von der sagt in 2. Korinther Kapitel 5. Gott will, dass ich mich wirken, Gott will, dass ich mich beschenken, wo ich brauche, reut sein, ein helles Leben zu führen, reine Hängen. Das ist die Matthäus Kapitel 2, Vers 8, du sagst dort, sagt Paulus, was er nicht verlangt, dass die Männer, dort wo die Emma sind, die sollen nicht bagger hier hängen haben. Dort meint, sie sollen nicht Sinn verstärken haben. Sie sollen reine Tod haben. Sie sollen das Gebetsleben anleben. Wo sie Emma sind, wie Männer, dort sind nur Abgut für uns. Aber Gott will haben, wie Männer, wir sollen hell hier hängen haben. Reine hängen. Wir sollen heilig sein für Gott. Und Gott wird Dinge beschenken, der Hans. Nicht bis der Hans. Klar, weil Gott die Frühstück braucht. Aber das ist besonders, ich glaube, die Männer von dir und da, die strachen, in der ich nicht viel Dollar mit dem Sinn, das zu frühstücken. Das ist einfach frühst, was du im Sinn fürs Lob sagst, ganz klar. Aber als Männer, weil ich ganz, auch frühst nicht, ich will ans Maut mehr haben. Welche Dinge werde ich in den Kiez bringen? Dort die Gnade Gottes in uns kann wirksam sein. Weil die wollen wir lesen dann zum Schluss. 1. Korinther 15, 10. Du sagst, Paulus ist dead. Aber da ich Gott seine Gnade sehe, was ich sehe. Und seine Gnade, dass er mich nicht vergibt, hier was. Nee, ich habe viel mehr gearbeitet als all der andere. Aber dort wir nicht ich, Gott seine Gnade wir in mir. Gott seine Gnade in Paulus. Mögt Paulus in vier wie für den Herrn. Gott seine Gnade in die. Gott seine Gnade in mir. Kann viel mehr bescheiden, als wir leben. Wir brauchen bis reut sein, Dinge Hand allein. Dinge ernst zu meinen. In Fasten auch waren. In uns Leben. In der wahre Gemeinschaft. In der Wahrheit in Jesus, Jesus. Dann wollen wir Dinge beleben. Das braucht von hier bern kommen. Und ich brauche das zu meinen. Sag, weil uns bis morgen mehr. Wer wenn es wirklich lupen brauchen von Gott. Und wer wenn sie ich leben. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. He came then in my heart, he filled my every need, and then a little light from heaven filled my soul. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine.
I'm gonna let it shine, oh, won't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine, oh, won't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, oh, this little light of mine. I'm gonna let it shine, oh, this little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Det kleine licht in me, jeg får å lunde skin, oh, det kleine licht in me, jeg får å lunde skin, oh, det kleine licht in me, jeg får å lunde skin.